Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Politik ohne Emotionen, ohne Gefühle, ohne Leidenschaft ist einseitig, ja, sie ist langweilig, das macht die aktuelle Debatte deutlich. Aber wenn Politik nur noch nach Gefühlslage und ohne Faktenlage gemacht wird, dann wird es kritisch. Und ich bin schon sehr erstaunt von den Einlassungen von Kollegin Tackmann von Die Linke, die wieder besseres Wissen hier als Wissenschaftlerin geredet hat. Und ich bin auch sehr erstaunt über Ihre Einlassungen, lieber Herr Dr. Lauterbach. Ich habe Sie noch nie in dieser Debatte reden hören, aber Sie sollten wissen, dass sogenannte Beistoffe in glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln wie Tallowamine längst verboten sind, das heißt, die Zulassung ausgelaufen ist, weil die Bewertung sagt, gefährlicher als das eigentliche Glyphosat. Und Sie sollten auch wissen, dass egal an welchem oder in welchem Ministerium Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, ob im BML, in dem Fall das BVL, oder im BMG, die Unabhängigkeit gilt, das heißt, das Ganze unbestechlich bewertet werden muss. Das ist der Maßstab. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Lauterbach zu. Ich möchte gerne weitermachen, aber wer kann das anschließen? Gerne. Der Wirkstoff Glyphosat, meine Damen, meine Herren, ist zum Feindbild, zum Symbol, zum Kampfbegriff für das Böse geworden. Zeitgeist? Einige Medien haben sich immerhin um Sachlichkeit bemüht. Danke. Auf der anderen Seite verdienen inzwischen professionelle Kampagnenorganisationen leichtes und schnelleres Geld mit der Landwirtschaft, als man in der nachhaltigen Landwirtschaft je verdienen kann. Das sollte uns zu denken geben. Wissenschaftlichkeit zählt nicht. Studien werden grundsätzlich in Frage gestellt, wenn einem die Ergebnisse nicht passen. Worauf soll sich der Landwirt, der Verbraucher noch verlassen können, wenn wissenschaftliche Beratung und Bewertung untergraben werden, wenn gegen wesentliche Grundlagen unserer Demokratie und unseres Gemeinwesens gefährlich Stimmung gemacht wird? Für uns, die Union, ist und bleibt wissenschaftliche Evidenz Leitprinzip für politische Entscheidungen. Das Leitprinzip der Panikmache, Ihr Leitprinzip, hat dazu geführt, dass unser Bundesminister Schmidt und seine Familie inzwischen Morddrohungen erhielten und erhalten. Als Drogenbeauftragte der Bundesregierung kenne ich diese Form der einseitigen Auseinandersetzung nur zu gut. Und trotzdem, Christian Schmidt hat Mut bewiesen. Er hat sich getraut, wovor sich viele gedrückt haben. Er hat mutig Ja gesagt, weil er endlich ein falsches Spiel beendet hat. Und er hat der EU-Kommission ihre Entscheidung abgenommen. Er hat mit seinem Ja mehr erreicht als mit einer Enthaltung. Das Einzige, meine Damen, meine Herren, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er gegen die gängige Praxis ohne weitere Abstimmung mit Bundesministerin Hendricks und ich sage das mal in Anführungszeichen verstoßen hat. Davon steht nämlich nichts mal was in der Geschäftsordnung, aber es ist einfach gängige Praxis, das gebe ich gerne zu. Er hat aber auch persönlich einen hohen Preis bezahlt, meine Damen, meine Herren, wie schon erwähnt. Er hat aber auf der anderen Seite weitere Anwendungsbeschränkungen und Auflagen, mehr Transparenz und Übersicht beim Zulassungsverfahren. Er hat die Belange der Artenvielfalt und der Umweltauswirkungen. Er hat die Grundlage für ein Verbot der Privatanwendung geschaffen. Und er hat vor allem mehr Planungssicherheit und Rechtssicherheit
für Landwirte geschaffen. Also er hat viel mehr erreicht, und das ist doch eine gute Nachricht. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ebene? Ich komme zum Schluss. Zur Verunsicherung hat sicherlich IAC beigetragen. Das ist die Internationale Krebsagentur, die ja der WHO angegliedert ist. Und so viel Zeit muss sein, Frau Künast, Sie haben von FAO gesprochen. Wir reden von WHO, die übrigens auch Wurst und Schinken als wahrscheinlich krebserregend eingestuft hat. Und wenn man über Bewertung spricht, dann muss man wissen, dass im ersten Schritt immer die Gefahr benannt wird, also die Gefahrenidentifizierung. Und zweitens, im zweiten Schritt erst das eigentliche Risiko, also das gesundheitliche Risiko, bewertet wird. Das gesundheitliche Risiko bei der Anwendung von Glyphosat, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei sachgerechter Anwendung, meine Damen und Herren, gibt es nicht, so sagen alle seriösen Experten und Institute. Und selbst Frau Krautsberger, Präsidentin des UBA, hat noch 2014 in einem Expertengespräch Folgendes gesagt. Ja, Frau Kollegin, Sie wollten zum Schluss kommen. Ja. Sie hat gesagt, für mich ist Glyphosat das harmloseste Pflanzenschutzmittel im Vergleich. Sie befürwortet kein Verbot, denn im Vergleich zu den zur Verfügung stehenden Mitteln ist es akzeptabel. Herr Präsident, das wollte ich einfach noch gesagt haben. Und wer am lautesten schreit, wird gehört, das ist Ihre Devise. Und aber es rechtfertigt keine Zeitüberschreitung, Frau Kollegin. Für sich, meine Damen, meine Herren, unser Ziel ist es, gesunde Lebensmittel nachhaltig produzieren. Frau Kollegin, bitte. Jetzt aber wirklich der letzte Satz. Und ohne Pflanzenschutzmittel, meine Damen und Herren, weltweit betrachtet, würden noch mehr Menschen an Hunger leiden. Deshalb gesunde Pflanze durch gute. Frau Kollegin, bitte, jetzt aber bitte, auch in Bayern ist ein Satz und nicht 10. Ich bedanke mich herzlich. Es sind 2 Kurzinterventionen angemeldet. Sie werden Gelegenheit noch haben, darauf zu antworten. Die erste Kurzintervention des Kollegen Dr. Karl Lauterbach. Ja, vielen Dank. Ich bin direkt angesprochen worden, daher will ich das also korrigieren.